Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder ein Project Pan Video. Das bedeutet, wir gucken, wie weit konnte ich meine ganzen Produkte aufbrauchen, von denen ich es mir vorgenommen habe und welche Produkte kommen neu dazu. Ich kann euch jetzt schon mal sagen, der Monat war hart. Ich habe eigentlich so gut wie gar nichts geschafft aufzubrauchen. Nicht so wie letzten Monat, da war ich sehr erfolgreich. Aber ich bin sehr gespannt, was für Fortschritte ich machen konnte. Und auf euren Rat hin habe ich mir was Neues angeschafft. Eine Drogenwaage. Ich habe nicht gedacht, dass sie mir sowas in meinem Leben nochmal begegnet. Aber gut, man lernt nie aus. Hier ist sie also, die Ascher Drogenwaage. Für 10 Euro. Ich war eigentlich erst dagegen, mir eine zu kaufen, weil ich nicht noch einen drum zu Hause haben wollte, was rumsteht. Aber nachdem ich gesehen habe, dass sie nur 10 Euro kostet, dachte ich, na gut, wenn euch das glücklicher macht, dann kaufe ich sie mir. Und wir können jetzt ganz genau abwiegen, wie weit ich aufgebraucht habe. So, bevor ich jetzt noch länger rede, fangen wir an mit dem Produkt, was mich, glaube ich, am längsten begleiten wird. Und zwar das Max Factor Blush in der Farbe Seductive Pink. Das ist von Anfang an mit dabei. Und ich kann nicht wirklich sehen, dass ich da sonderlich viel weitergekommen bin. Also ich vom Optischen her sehe ich überhaupt keinen Unterschied zum letzten Monat. Jetzt bin ich mal gespannt, was die Waage sagt. Letzten Monat habe ich 28 Gramm gewogen, aber noch mit meiner regulären Küchenwaage. Die ist wesentlich gröber. Also 28 Gramm, ich würde ja so lachen, wenn da jetzt mehr rauskommt als 28 Gramm. Im ersten Moment hat sie 28 angezeigt, aber sie springt auf 27,97. Okay, gut. Also, das ist dann das Erste, was ich aufschreiben muss im neuen Monat im Bullet Journal. Ich kann euch gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, wenn dieses Blush leer ist, weil ich glaube, das ist echt das, was am längsten dauert und vor allen Dingen ist es auch das, was ich aufbrauchen wollte, weil es mir nicht mehr gefällt. Als Nächstes auf meiner Liste ist die Elf Glow Lotion mit 33 Gramm. Und die habe ich sehr oft benutzt. Das Blush habe ich übrigens jeden Tag benutzt, ja, nur mal so zur Info. Und die hier habe ich auch sehr oft benutzt. Also ich habe die Hoffnung, dass sich da einiges bewegt hat, aber ich bin noch weit weg von leer. Also wir starten mit 33 Gramm und wir haben jetzt 31,6 Gramm. Ja, jemand muss auch wieder mitspielen. Na, dann machst du dir bequem, wenn du meinst. Ja, gar nicht so einfach, ne? Uppala, aua, nehm ich kratzen. Oh, tut mir. So, okay. Oh ja, das nächste ist eine traurige Nachricht. Das nächste auf meiner Liste ist der MAC Lippenstift in der Farbe Meer. Und den kann ich euch nicht mehr zeigen, weil den habe ich verloren. Und jetzt nicht, weil ich ihn nicht mehr aufbrauchen wollte mit Absicht oder aus Leichtfertigkeit oder irgendwie solche Sachen, sondern ich habe ihn ohne Scheiß verloren. Und ich suche ihn schon seit 2 Wochen und er ist einfach weg. Ich weiß auch genau, wie ich ihn verloren habe. Ich bin morgens überstürzt aus dem Haus, habe vergessen, Lippenstift aufzutragen und habe ihn mir dann, den Lippenstift selber, in die Jeans, in die Arschtasche gesteckt. Da war er dann auch noch. Und als ich von der Arbeit nach Hause kam, war er weg. Das heißt, er ist mir irgendwo aus dieser Tasche gefallen. Ich habe im Auto gesucht, ich habe in der Arbeit gesucht. Keine Ahnung, was damit passiert ist, aber er ist in den letzten 2 Wochen nicht aufgetaucht und ich befürchte, dass er auch in den nächsten 2 Wochen nicht auftauchen wird. Deswegen würde ich den leider offiziell als beendet ansehen, weil kann ich jetzt leider nicht mehr ändern. Das nächste auf der Liste ist der Trend It Up Lip Liner in der Farbe 200 und ich hatte noch 7 Millimeter und ich habe ihn aufgebraucht. Ohne Scheiß, ich habe ihn echt aufgebraucht. Er ist leer, 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 leer und den kann ich somit auch durchstreichen und als erfolgreich aufgebraucht verbuchen. Als Nächstes auf der Liste habe ich das Balea Cremebad in Mango Hibiskus. Und das ist diese Flasche hier. Wie ihr schon sehen könnt, habe ich es nicht aufbrauchen können. Ich habe, wenn überhaupt, ja, wahrscheinlich nicht mal die Hälfte aufbrauchen können in einem Monat. Ich glaube, ich habe 4-mal gebadet, 3 oder 4-mal und jedes Mal dieses Bad benutzt. Trotzdem habe ich es nicht leer gebracht. Also ich muss noch mindestens 3-4-mal baden, damit es leer ist. Eher 4 bis 5-mal. Ich bin mir nicht sicher, ob das diese Saison noch was wird, also bis zum Sommer. Aber nichtsdestotrotz mache ich mir jetzt mit dem Folienstift einen Strich drauf für März und wir gucken mal, ob das dann nächsten Monat etwas besser aussieht.
Als nächstes auf der Liste habe ich mein Duschgel Balea Meeresrauschen. Das habe ich auch nicht leer bekommen. Ich glaube, da ist diesmal wirklich, wirklich nicht mehr viel drin. Aber wer weiß, ich habe es gewogen und es waren letzten Monat noch 79 Gramm. Da muss auf jeden Fall was von weggegangen sein. 79 Gramm. 50,33. Yay! Das nächste auf meiner Liste ist wieder so eine Sache. Also irgendwie sind die Lippenstifte etwas verflucht bei mir. Den wollte ich aufbrauchen von Jane Erdale, der Forever Pink Kissed Lip and Cheek Stain. Und ich habe ihn zweimal benutzt, nur zweimal. Nur um dann festzustellen, dass ich die Farbe überhaupt nicht leiden kann an mir. Ich mag sie überhaupt nicht, ich finde, sie sieht furchtbar aus und ich möchte ihn nicht mehr tragen. Deswegen, ja, er ist immer noch fast unbenutzt. Ich werde ihn verschenken. Ich werde ihn nicht aufbrauchen, weil ich werde ihn so oft tragen müssen, um ihn aufzubrauchen. Und ich kann einfach nicht leiden, wie er aussieht. Deswegen, lesson learned, ich werde ihn verschenken und meinen Aufgebrauchtplatz lieber einem Produkt widmen, das ich auch wirklich gern benutze. Also, tschüss, Jane Erdale. Als nächstes auf der Liste steht eine Body Milk und zwar von Blütezeit. Die pflegende Körpermilch in Bio-Malvenblütenextrakt. Und auch die habe ich immer benutzt, wenn ich geduscht habe. Also ich dusche nicht jeden Tag, aber oft und ich benutze sie dann auch. Also habe ich es oft benutzt. Jetzt schauen wir mal. Letzten Monat hatten wir noch 121 Gramm. Schauen wir mal, was die Waage sagt. Was habe ich gerade gesagt? 221 Gramm meine ich natürlich. Und jetzt haben wir noch 163. Ich runde mal auf, weil bei Bodylotion, ganz ehrlich. Als nächstes auf der Liste haben wir einen Concealer. Und zwar von Kiko, den Highlighting Effect Flute Concealer. Den mag ich wirklich mega, mega gerne. Aber der wird jetzt langsam auch so ein bisschen trocken unter meinen Augen. Ich glaube, das könnt ihr jetzt in dem Video vielleicht nicht so unbedingt sehen. Da hatte ich noch 18 Gramm drin. Man bedenke, gewogen mit der alten Waage. Jetzt gucken wir mal, was da jetzt passiert. Ich habe ihn unter der Woche auf jeden Fall jeden Tag benutzt. Also von 18 Gramm auf 16,91. Naja, besser als nichts. Und dann kommen wir auch schon zum letzten auf der Liste. Und zwar ist das von Kiehl's die Calendula Serum Infused Water Cream, die ich aufbrauchen möchte. Meine Haare sind heute irgendwie komisch. Bitte entschuldigt das. 98 Gramm habe ich beim letzten Mal gewogen. Jetzt bin ich ja mal echt gespannt, weil ich benutze nicht so oft Tagescreme, also nicht täglich, vielleicht alle 3 Tage oder so. Deswegen, ich befürchte, da ist nicht so viel weggegangen. Aber wir gucken mal. Von 98 Gramm auf 97,3 Gramm. Das ist jetzt schon ein bisschen unbefriedigend. Also ich weiß, die Verpackung wiegt einiges, aber das wird noch eine ganze Weile dauern, auch wenn man mal reinguckt, wie viel ich erst aufgebraucht habe. Also wir bewegen uns wirklich noch ganz oben an der Oberfläche. Das wird vermutlich noch das ganze Jahr dauern. Da wir jetzt alle Lippenprodukte von der Liste runter haben, eins aufgebraucht, eins aufgegeben und eins verloren, würde ich sagen, es ist Zeit für ein neues Lippenprodukt. Und zwar wollte ich ja ursprünglich meine MAC-Lippenstifte aufbrauchen, weil ich auf tierversuchsfreie Kosmetik umsteigen möchte. Und deswegen dachte ich mir, setze ich auch wieder einen MAC-Lippenstift auf die Liste. Und zwar der, den ich heute trage. Das ist dieser und das ist die Farbe Please Me. Ich dachte, das passt ganz gut, weil er jetzt früher ist und ich ja jetzt auch bald nach Chile fliege. Und die Farbe gefällt mir eigentlich sehr gut. Deswegen dachte ich, probiere ich jetzt in diesem Frühjahr so viel wie möglich davon aufzubrauchen. Ich habe da echt noch einiges. Also ich habe den damals neu gekauft und so wirklich vieles davon noch nicht weg. Ich würde sagen, das dauert mehrere Monate auf jeden Fall. Aber mal gucken. Wir fangen einfach mal damit an und dann sehen wir weiter. Also wir starten bei einem Gewicht. Ich messe mal ohne Deckel, würde ich sagen, oder? Wir merken uns, dass ich ohne Deckel messe. MAC Please Me wiegt noch 17,57 Gramm. Soll ich noch mehr Produkte mit aufnehmen? Unsicher. Ich habe mich dazu entschlossen, noch ein Produkt mit aufzunehmen. Das ist aber leider auch keins, was schnell leer geht, sondern wahrscheinlich das, was mir am allerlängsten halten wird von allen. Und zwar ein NARS-Produkt. Das ist der Highlighter in der Farbe Fort de France. Der wurde so gehypt, aber meines Wissens nach ist NARS auch nicht tierversuchsfrei. Deswegen werde ich den jetzt mal in meine Alltagsroutine mit einbeziehen, versuchen täglich zu benutzen, damit ich ihn irgendwann leer bekomme.
Im Moment benutze ich überhaupt keinen Highlighter, aber ich habe einen Haufen Geld dafür bezahlt, also warum den nicht benutzen? Deswegen werde ich den jetzt wiegen und mit in die Liste aufnehmen und ich befürchte, dass das eines der Produkte, die am allerlängsten da sind. Aber okay, wir werden sehen. Also, NARS Fort de France Highlighter wiegt anfangs noch 80,24 Gramm. So, damit hätten wir jetzt 9 Produkte, die auf der Liste stehen. Ich bin gespannt, wie viele ich leer bekommen werde. Also, ich denke, das Duschgel auf jeden Fall. Bei der Glow Lotion, da sieht es ja noch nicht so rosig aus, obwohl ich mir immer nicht sicher bin. Man kann nicht so richtig durchschauen, man kann es erahnen, dass es noch bis hierhin voll ist. Aber ich glaube, das verteilt sich auch nicht so ganz regelmäßig. Ich glaube also, das dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie viel in dem Concealer noch drin ist. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie lange mir die Bodylotion noch reicht. Aber vom Gefühl her bin ich auch irgendwo bis da. Also ich befürchte, uns erwarten ein paar sehr zähe Monate. Aber Project Pan ist ja auch dafür da, nicht die Lust zu verlieren und dran zu bleiben. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen alle zusammen durchzuhalten und wir ziehen das durch. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr es schon geschafft habt, irgendwas mit Project Pan aufzubrauchen in den letzten Monaten. Das finde ich wirklich sehr interessant. Und dann vielen Dank fürs Zugucken. Vergesst nicht, mich zu abonnieren, weil wir das jetzt hier jeden Monat machen. Und dann bis bald. Adios. Das kommt davon.